Moin Leute, Runes am Start hier mit einem neuen Tutorial. Heute über PHP, wie man ein Login-System bastelt, also wie man eine Webseite bastelt und da ein Login einbaut. Und das am besten alles in einer Datei. Das heißt, wir haben keine Index und keine, also wir haben eine Index, aber kein Login und Register und alles. Das wird alles in einer Datei gemacht. So, also fangen wir jetzt mal an. Und, ich schalte jetzt erstmal auf bei Sprachen auf PHP um. Falls ihr den benutzt hier, den Node++. Wir gehen ins PHP-Skript und tragen ab, ob eine Session gesetzt ist. Das heißt, wir gucken, ob eine Session existiert. Das heißt, wenn die Session existiert, ist jemand eingeloggt. Wenn nicht, dann wird die Session bestimmt und festgelegt. Klingt installiert, wird aber gleich total ersichtlich. Also wir bestimmen hier, was passiert, wenn die Session gesetzt ist. Dann werden wir die Variable Name mit der Session belegen. So, wir definieren. So. Erst, also wenn sie nicht gesetzt ist, machen wir noch, Endmaskript an dieser Stelle, öffnen hier für die Klammer das wieder. Und hier kommt dann unsere Form hin. Ich mache jetzt mal kein großes, weiter. Ja, ganz schnell, das ist ja jetzt, ja, das ist jetzt halt eine Sache, nicht PHP, das wird hier die Grundvoraussetzung können, um PHP zu schreiben. So, also, jetzt machen wir eine Form, Action gleich, und legen die Action auf diese Datei wieder, Methode bestimmen wir jetzt. Post und lassen die Form hier enden. Jetzt brauchen wir drei Inputs. Einmal Input Name gleich Username, Typ ist Text. Dann brauchen wir ein Input. Also machen wir noch ein Zeilinfo und schreiben hier vorne dran noch Username Doppelpunkt. Dann Passwort, Input, Name gleich Passwort, Typ gleich EW. So. Und war noch ein Input, Typ gleich Submit, also absenden, diesen Button, Hallo, gleich Login. So. Genau. Jetzt haben wir diese Form hier. Und wenn diese Form abgesendet wird, dann speichert sie diese Inputs in Post-Variablen. Und die fragen wir jetzt einfach beim Aufrufen der Seite ab, die gesetzt wurden. Machen wir hier unten, nee, machen wir nicht hier unten, machen wir hier oben drüber. Also falls sie nämlich gesetzt sind, dann wurde vorher eine Form abgeschickt. Genau, nämlich diese. Und dann ist ja die Situation, dass jemand einloggen will. Und das fragen wir damit jetzt ab. Ist das Post? Und zwar ist die Post-Variable Username und Passwort. Die werden so gespeichert, wie der Name der Input ist. Das fragen wir jetzt mal. Ist das Post Username? Da machen wir Name gleich Post. Übername und pw gleich post pw, nee, Passwort. Ach halt hier, nee. Typ Password, so, auf Englisch. Typ muss Password sein, also es ist kein verschlüsseltes Feld. So. Dann fragen wir jetzt, während die Posts hier gespeichert werden, eine weitere, und zwar, wenn wir jetzt hier einen Nutzer anlegen, es gibt keine Datenbank-Nutzer-Account-System, sondern wir prüfen das hier direkt im Script gerade, dass wir einen Nutzer mal anlegen, und zwar ist Name gleich, ja genau, nennen wir uns mal Flo, und,
2 SQL-Session und %pw gleich 1345. Jetzt kommt hier rein, was probiert jetzt wichtig ist. Echo eingeloggt. Achso. Und %session halt. Session. Username gleich %Name. Was wir auch immer noch zum Zeigen, dass es in der Session funktioniert. Willkommen. %Name. Dann brauchen wir noch, brauchen wir noch, was passiert, wenn das falsch eingegeben wurde. Und zwar machen wir dann Echo Login fehlgeschlagen und machen eine Weiterleitung wieder auf diese Seite. Header Location Index PHP. So, das soll jetzt erstmal mit dem Login-Schritt gewesen sein. Ich speichere das mal schnell hier, nämlich auf dem SQL-Server, sondern in meinem lokalen Server. Und dann neu Ordner Tutorial ein Index. Rufen wir schnell auf. Ups, nee, so weit eigentlich nicht. Bist du auf Halt gerade? So, online 37. Das haben wir dann falsch gemacht. Achso, da fehlt, achso, da fehlt noch eine Klammer. So, jetzt aber. Genau. Jetzt sind wir nicht eingeloggt, also ich erkläre es gerade nochmal. Jetzt kommt hier diese Form, weil wir hier sehen, das passiert, wenn nicht eingeloggt ist. Wir sind nicht eingeloggt, also die Form. Jetzt loggen wir uns mal ein, diesen. Jetzt haben wir uns mal falsch an. So. Irgendwas. So. Seht, eigentlich sollte man das aktivieren, aber das kann ich nicht. Moment. Ich mache mal einfach mal gerade unsicher, aber normal ist es schön. Eigentlich sollte das jetzt der Login fehlgeschlagen kommen. So, um es mal richtig einzuloggen. Genau, eingeloggt. Willkommen, Flo. Ach so, na, wir haben ja, jetzt fällt mir ja mal um. Jetzt diese Ausgabe hier kommt. Aber das passiert so schnell. Also hier kommt der danach direkt mit dir weitergeleitet. Ohne irgendeine Verzögerung mit dir weitergeleitet. Hier wieder zur gleichen Datei. Und deshalb ist es so schnell von hier nach hier, dass es dann nicht sieht. Das heißt, genau, ich baue jetzt hier gerade mal was ein, das wird auch für euch wahrscheinlich schon verwirrend sein. Ich kann jetzt zum Beispiel jetzt hier noch eine Form action-index, die hat hier eine Weiterleitung so aufbauen. Nee, eigentlich unnötig. Aha, das ist falsch. Index.php. Zurück zum Login. So kann man es machen.
Die waren hier vorher und feiern vorbei. Genau. Das können wir jetzt hier falsch einloggen. Wir fehlgeschlagen, das ist zu nennen. Jetzt habe ich es unnötig, weil LogEG wieder da ist. Jetzt muss ich einloggen. Wo und was ist drin? Sind wir hier eingeloggt. Und wir haben was gefällt, weil wenn wir jetzt aktualisieren, ist die Session wieder gelöscht. Wenn die Session wird gleich gelöscht, die ist nicht mal da. Ich habe jetzt vergessen, hier Session Start. Das ist wichtig. Ihr müsst zuerst die Session starten, ganz oben, bevor ihr irgendwas mit Sessions arbeitet. Das heißt meinerseits ein bisschen kacke, weil ich es vergessen habe. Aber das müsst ihr immer erst am Anfang entscheiden. So, und jetzt müssen wir nach unseren Sessions. Das heißt, wenn wir jetzt einloggen, so, einfach dann, dann sind wir eingeloggt und dann bleiben wir auch eingeloggt. Das heißt, wir können das hier. Achso, jetzt ist ja leer. Wir sind eingeloggt. Und solange wir eingeloggt sind, ist das die Session, also solange wir die Session gespeichert sind, sind wir eingeloggt. Um die Session wieder zu löschen, nutzen wir einfach den Befehl unset. In dem bauen wir genau, ich brauche das kurz um. Jetzt bauen wir es hier auch. Zack. Hier mache ich eingeloggt willkommen. Starten wir mit Chris PHP. Echo. Santana. So. Halt. Sind die schon vergessen. So. Haben wir hier einfach den Link. Machen wir Logout PHP noch. Ausloggen. So, das bauen wir noch schnell ein, bevor wir hier beenden. Gut, speichern. Ich mache hier mal Explorer. Und den File nennen wir Logout PHP im gleichen Ordner. Und da kommt folgendes an. Zuerst jetzt, wie gesagt, was ich schon vergessen habe, Session Start. Dann, Unset. Session. Username. Und Header. Okay, ups. Eine ganz normale Weiterleitung zur Index-PHP. Das heißt, wenn ihr von Logout-PHP gar nichts mitbekommt. Ja. Das müsste jetzt auch schon funktionieren. Oder auch nicht. Das haben wir jetzt falsch gemacht. Das eingeloggt sind wir auf jeden Fall. Sollte eigentlich. Dazu. Genau. Lass mich kurz überlegen. So, ich habe den Fehler gerade gefunden. Ich habe ein bisschen gefällt hier. Zwar haben wir hier schon, wenn die Session gesetzt ist, also wenn er eingeloggt ist, passiert das hier. Und dann müssen wir jetzt den Code einschreiben, nicht sonst irgendwo. Also, nochmal. So. Okay. Herzlich willkommen. Start kurz PHP. Echo. Name. Zu. Sign up hoch. Und verlinkt noch die Logout-PHP. Ausloggen. Schließen. So, jetzt sollte das funktionieren. Genau. Herzlich willkommen. Log und ausloggen. Genau. Und wieder ausgeloggt. So, ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Und ich hoffe, es hat euch weitergeholfen.
Wenn ja, lasst einen Daumen da. Ich werde jetzt nächsten Tag zeigen, wie man sich registrieren kann. Dann werden Datenbanken zukommen, also MySQL-Datenbanken-Verbindungen. Nicht mit dem typischen MySQL Connect und alles, sondern mit PDO, was meiner Meinung nach sicherer ist und mehr auf dem Standard basiert. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.